Ja, der Lothar mal wieder. Eigentlich nichts Wichtiges. Ich habe noch nichts Neues. Oder relativ. Ich habe meine Punisher-Box, die ist ja bekannt aus früheren Videos. Da hat sich der selbstgebaute Deckel, das war ja mal so eine Geschenkdose, da hat sich der selbstgebaute Deckel immer gewölbt, weil es so dünn ist. Und da habe ich jetzt unten Streben reingesetzt zur Versteifung. Und die gleichzeitig führen auch gleichzeitig den Deckel im unteren Teil der Dose. Die zarten. Ihr wisst, mit 64 Ampere Pulslast in Reihe. Hier oben habe ich nochmal ein neues Magnet eingesetzt. Da nochmal ein Neodym-Magnet. Und auf der Gegenseite auch nochmal einen kleinen Neodym. Na, jetzt hält er, also da fällt auch nichts ab. Und den selbstgebauten Verdampfer, den hatte ich ja glaube ich auch schon mal, oder den habe ich schon mal in einem Forum-Video beschrieben. Da war aber noch um 2 cm länger oder 1 cm länger. Und da hatte ich ja gesagt, dass er kein Liquid zieht. Da kannst du 3-4 Mal dampfen und dann ist er trocken. Und den hatte ich mal vor einigen Monaten gekürzt und die Airflow neu gesetzt. Und den hatte ich jetzt auch gerade neu gewickelt. Der geht nur als Single Coil, weil er ja komplett selber gebaut ist. Also der obere Deckel ist aus der Pneumatik ein Rückschlagventil aus Messing. Ein Wasserrohr abgedreht, ein Edelstahlwasserrohr abgedreht als Drip-Tip. Die Airflow kann man auch einstellen, allerdings dann über das gesamte Gehäuse. Das heißt, das Gehäuse wird unten auf der Base gedreht. Ja, und ein 15er Anschluss aus einer alten Ego funktioniert auch. Einzige, was ist, der Pluspol ist ein bisschen kurz geraten, der geht eben halt nicht auf jedem Akkuträger. Das heißt, da brauche ich einen Akkuträger, wo ich den Pluspol von unten anziehen kann. So wie das auch viele gekaufte haben. Ja. Das ist das gleiche Ventil wie oben die Topcap. Nur länger gelassen. Airflow eingesetzt. Und jetzt habe ich ihn mal wieder anders gewickelt oder neu gewickelt. Müsste jetzt lügen, 2, 4, 6, 8 Wicklungen, 0,7 mm Edelstahldraht, Bindedraht aus dem Baumarkt. Funktioniert hervorragend, schmeckt hervorragend. Das Dunkle, was ihr jetzt hier seht, das ist Doppelschokolade. Das hat also nichts mit dem Feuern zu tun. Das ist ein bisschen dunkler in der Konsistenz oder in der Farbe, schon im Original. Ich dampfe mal, damit ihr seht, dass er jetzt funktioniert. Ja, und der funktioniert. Und der schmeckt sehr gut und auch der Draht, der schmeckt sehr gut. Völlig unproblematisch, bleibt absolut sauber. Ich sage mal, der Kantal-Draht und der Twisted Clapton und diese ganzen Clapton und gewickelt und so, die mögen vielleicht ein bisschen mehr Geschmack machen. Aber erstmal starten sie sehr spät. Dadurch, dass es so viel ist, so viel Draht ist, und zum anderen verzundert er ganz schnell. Das macht der Edelstahldraht nicht. Bleibt viel länger sauber, auch länger im Geschmack. Soll schon wieder gewesen sein. Kleine Reparatur. Und der selbstgebaute Tröpfler, wie man sieht, jetzt macht er Feuer. Also immer Augen auf. Im Geschäft, auf dem Schrottplatz, in den Wühlkisten. Da gibt's immer was zum Verbasteln. Bis zum nächsten Mal.